Moin Leute, hier ist wieder Angeln am Teich TV. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zur Alster in der Nähe der Sirichstraße und ja, mal gucken, was da geht. Und ja, mal schauen, was geht. Ich habe jetzt wieder nur eine Route mit, ist in der Bahn ein bisschen entspannt. Ich habe auf jeden Fall richtig viel Bock und hoffe, dass einiges geht heute. Ich hoffe auf einen großen Barsch. Ich habe mir eben noch 3 Packungen Würmer gekauft im Angelladen und jetzt muss das eigentlich gehen. Also, auf rein. So Leute, das ist hier die Montage. Hier ein Stopper Gummiband einfach. Dann hier eine Pose mit 2 Bleien schon mit Leid. Ein Wirbel selbstverständlich. Und als Köder ein Dendrobener, also ein ganz normaler Bootwurm an einem 12er Haken. So Leute, das ist hier übrigens die Stelle. Da vorne ist meine Pose. Genau. Hier ist noch eine Brücke. Und ja, also Topspot. So Leute, ich habe die Angel abgestellt. Da sieht man jetzt ganz gut meine Pose. Leute, guckt euch mal den Fisch an. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Lustvoll, da. Da. Viertelstunde fängt es jetzt mal an zu beißen. Hier mit Biss sieht man ja schön, es wird wohl was Feineres sein. Aber eine Viertelstunde gewartet, nichts ging, jetzt beißt es. So Leute, ich habe jetzt umgestellt, andere Rolle rein gemacht mit einem Kalziner Geflecht. Und hier einen Wirbel an einem 7er-Korb befestigt, wie man hier sieht, mit einem kleinen hartmonophilen Vorfach. Zum Schutz und dann ein Langwerbsspinner. Mal gucken, ob auf Spinnfischen was geht, weil auf Wurm ging nichts. Leute, erster Fisch war heute nicht das, was wir uns erhoffen beim Spinnfischen, aber ja, eine kleine Brasse. Ja, der hat leider. Da passiert das hier etwas öfter, aber ja, nächste Brasse. Eine Brasse für heute. Schön. So, nächste Brasse. Ja, wieder eine kleine, aber schön. Heute ist jetzt die Frage, ob diese Rotfeder gebissen hat. Weiß, ob sie es attackiert hat, den Gummi, oder nicht. Ja, auf alle Fälle tolle Flossen, wie man hier sieht. Richtig schöner Fisch. So Leute, wie so oft heute eine kehlgehackte Brasse dran. Ja, die holen wir jetzt mal ran. Da ist die gute und die kommen natürlich auch wieder rein. Das mit dem Brassenhaken nimmt kein Ende, wie man hier sieht. Ja, naja. Immerhin ein paar Brassen. So Leute, erster regulär gefangener Fisch. Ein Rotauge auf Wurm. Ja. Schön. Rotfeder. Ja, schöne Farben, ne? Ja. Ja, Petri. Weiter mit dem Dödel. Ein Dödel. Ein Döbel. Schön. Ja, wieder rein. Ja. So Leute, kurzes Zwischenfazit. Es hat jetzt noch ein paar Mal ganz gut gebissen, aber ja. So viel kam nicht mehr. Die meisten Fische von mir waren quergehakt. Jetzt sind Leo und Malte noch gekommen. Und mal gucken, ob da noch jetzt im Laufe des Abends was läuft. Hattest du Biss, Leo? Moin. Ja, genau. Mal gucken, ob noch was geht. So, Leo hat jetzt das größte Rotauge des Tages gefangen. Ja, 30. Genau, 30. Schön, Leo. Genau. Petri. Wir haben jetzt ein Rotauge gefangen von 30 cm. Nice. Richtig cool, ja. Perfekt. So, wir haben jetzt einen Keulbarsch gefangen. Wieder ein Keulbarsch. Ich weiß nicht, ob es genau passiert ist. Eigentlich ja, jetzt sogar der zweite auch schon. Ups. Genau, woran erkennt man den? Vielleicht mal sagen. Er ja, stellt dann die Flossen nicht hoch. Genau, an den Stacheln kann man das erkennen, weil die Stacheln halt so gepunktet sind. Genau. Plus die Stacheln sind halt mit der Rückenflosse zusammen. Jetzt der nächste Keulbarsch, oder? Ja, richtig cool. Aber nur den Fisch fokussieren hier. Geil, komm wieder rein. Jo. Schön. Okay. Ja, nice. Moin Leute. Moin. Jo. Hier ist wieder Angeln am Teich TV. Genau, ich gehe jetzt mit Malte ein bisschen an die Alster, mal gucken, was so geht. Richtung Brasse, ne? Und Rotfedern so in ja, die Richtung. Gucken wir mal, ne? Ja. Was da geht. Also ich hoffe mal, dass wir da ein paar Brassen rauskriegen. Genau. Und dann melden wir uns, wenn wir was haben am Wasser. Jo. So, ich mixe jetzt hier das Futter zusammen. Bisschen Wasser muss noch rein. So Leute, neue Stelle hier. Sieht man hier ist so eine kleine Brücke. Ganz gut, schön geschützt für die Fische. Und hier geht es dann wieder raus Richtung, ja, Richtung Freiwasser quasi. Mal gucken, ob hier jetzt was geht. Ich habe meine Pose jetzt unter der Brücke treiben. Mal schauen, ne?
So, Leute, Stellenwechsel wieder. Wir sind jetzt von da ganz hinten, da wo mein Finger gerade drauf zeigt, ist bei der Brücke, hier an so eine kleine Stelle gegangen. Hier habe ich ganz früher mal geangelt mit Enno. Und jetzt sind wir wieder hier. Hier hört es dann auf. Aber hier haben wir einfach früher gerade ausgeschmissen und dann lief das. Also muss das heute auch laufen. Moin Leute, wie ihr seht, geht hinter mir gerade die Sonne auf. Ich bin heute wieder mal am Stausee, diesmal nicht in Hamburg an der Alster, weil ich es da mal wieder probieren möchte, jetzt hier an meinem Hausgewässer. Und ja, vielleicht fangen wir ein Hecht, eine kleine Brasse, irgendwie sowas in die Richtung. Ich mache heute ein bisschen Allround-Angeln und ja, bleibt dran und haut rein. So Leute, ich habe mir jetzt schnell selbst einen Rutenhalter gebastelt hier hinten. Einen kleinen Ast gesucht hier, das passt. Und ja, die andere Angel habe ich einfach hier abgelegt. Eine mit Hose da hinten und die andere auf Grund. Moin Leute, hier ist wieder Angeln am Teich TV. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zur Alster, zum Osterweg-Kanal geht's heute. Wie ich ja eben schon im Livestream angekündigt hatte. Und ja, mal gucken, ob ich ein paar Brassen oder Barsche fange. So Leute, ich habe nochmal den Spot gewechselt hier unten. Okay, ja, rein angeln. Sieht mega nice aus hier natürlich. So Leute, da wollte ich das Video tatsächlich beenden und was geht noch? Ein kleines Rotauge. Ja, geil. Klein, aber fein. Entschneidert. Sehr nice, kommt natürlich wieder rein. Wenn ihr wollt, ich empfehle euch das auf jeden Fall sehr. Abonniert mal Andy Angelt. Ich packe euch den Link unten in die Beschreibung. Ist ein richtig, richtig guter Freund von mir. Und der hat auch YouTube und helft dem mal, die 100 Abos voll zu machen. Dann wäre der auf jeden Fall schon sehr glücklich und er hätte es echt verdient. Und er macht auch sehr gute Videos. Also ich packe den Link Andy Angelt unten in die Beschreibung. Meine Freundin hat auch einen Kanal, Hey Mina heißt, der packe ich auch unten in die Beschreibung. Auch verlinkt. Und Olivers Kanal habe ich ja schon mal verlinkt im letzten Video von der Alster. Genau, also würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.